Was geht ab, meine Freunde? Was geht ab? Willkommen zur heutigen Frage und für mich eine ganz besondere Trailer-Analyse. Ich meine, der Trailer kam für mich gerade vor 2 Sekunden raus, deswegen verzeiht mir, wenn ich noch komplett im Hype bin und das noch nicht richtig fassen kann, aber es ist halt einfach zu geil geworden. Also im Prinzip alles, was wir von Matrix erwartet haben, bekommen wir jetzt auch. Wir bekommen auch wieder dieses Back to Matrix 1-Feeling. Es ist einfach nur geil. Aber zu den wichtigen Sachen später auf jeden Fall mehr. Fangen wir erstmal mit den grundlegenden Sachen ein. Es wurde genial aufgebaut. Er sitzt erstmal da und gegenüber sitzt ihn ein Therapeut, der niemand anders als Neil Patrick Harris alias Barney Stinson höchstpersönlich. Und der wird natürlich eine Analyse über ihn tätigen und Keanu Reeves alias Neo alias Thomas stellt schon direkt die Frage, bin ich verrückt? Und natürlich entgegnet darauf in Neil Patrick Harris, dieses Wort nutzen wir hier nicht. Also es wirkt so, als würde da erstmal so eine Welt sozusagen entstanden sein, die natürlich, klar, logischerweise nach den Ereignissen von Matrix 1 bis 3 spielt, aber auch wieder so eine vermeintlich normalisierte Welt. Wahrscheinlich auch wieder eine neue Version der Matrix, die aber auf eine andere Art ausgeklügelt ist. Und dann nach und nach kommen immer mehr Elemente, die du halt einfach als Matrix-Fan natürlich erkennst. Diese Begegnung mit Trinity, dann diesen White Rabbit, also den Hasen, das Hasentattoo, der sozusagen den Weg weist. Dann, du siehst natürlich Agenten, du siehst jemanden, der, weiß nicht, wahrscheinlich Morpheus sein soll. Entweder ist es wirklich eine junge Version von Morpheus tatsächlich, so eine Young Morpheus, oder es ist nur jemand, der dann auch wieder die Erinnerungen an ihn weckt, weil wahnsinnig coole Sachen zum Beispiel auch. Er nimmt natürlich Tabletten und das sind natürlich blaue Tabletten. Dann später gibt es eine Szene mit der, nimm ich mal, Young Morpheus-Variante, wo er eine rote und eine blaue Tablette hebt. Also einfach nur genial. Und Trinity auch hier meiner Meinung nach perfekt eingebaut. Also wirklich diese Begegnung. Kennen wir uns? So, hä? Haben wir nicht irgendwie die letzten Jahre zusammen verbracht und das unnormalste Franchise überhaupt erstellt, aber ja, okay, kennen wir uns, ist natürlich dann die Frage. Und das ist natürlich auch eine sehr coole Szene, auf jeden Fall sozusagen ein cooles Comeback von diesen beiden Leuten und die aneinander, es ist einfach cool. Es ist natürlich noch interessanter, wenn man bedenkt, dass Keanu Reeves jetzt wirklich so aussieht, wie er nun mal jetzt gerade aussieht, mit den etwas längeren Haaren und dem Bart, und du hast einfach manchmal das Gefühl so, okay, du siehst jetzt John Wick in der Matrix irgendwie, und diese Kombination aus dem alten Neo und John Wick natürlich in diesem Film hier zusammen gemacht sozusagen, finde ich einfach nur genial. Und das ist eine perfekte Idee, die Performance hier so zu gestalten, weil ich habe auch gedacht, dass sie ihm wieder die Haare kurz schneiden, um ein bisschen an dieses Neo-Ding wieder anzusetzen, aber so gefällt es mir ehrlich gesagt viel besser, muss ich sagen. Was denkt ihr? Also schreibt es mir in die Kommentare. Was gefällt euch besser? Diese John Wick-Art sozusagen, diese John Wick-Gestalt? Oder dachtet ihr, okay, da kommt auch wieder so ein altes Neo-Ding mit den kurzen Haaren? Und wenn ihr die Wahrheit wollt, müsst ihr natürlich weiter folgen an dieser Stelle auf jeden Fall. Das war auch eine sehr, sehr monumentale Szene, wie gesagt, mit diesen Hasen dann irgendwie durch diese Tür mit dem Licht durchgehen. Ja, es ist wirklich, ihr merkt schon, da kommt das ganze Matrix-Feeling wieder komplett hoch bei mir. Also es ist der absolute Wahnsinn, allein Agenten wiederzusehen, diese Agentenverwandlung. Dann natürlich die berühmte Desert Eagle in der Hand des Agenten. Wahnsinnig cool. Und auch eine sehr monumentale Szene auf jeden Fall an dieser Stelle auch. Da gab es diese eine kurze Szene, wo er einer Frau begegnet, die meiner Meinung nach an das Orakel angelehnt ist. Und dann mit diesem Alice im Wunderland-Buch, ich meine, es ist ja irgendwie im Prinzip das, du fällst in den Kaninchenbau rein und bist dann in einer völlig anderen Welt, du wachst sozusagen auf und erlebst völlig neue Dinge und so und lebst ein anderes Leben. Also es ist ja irgendwie die Alice im Wunderland-Geschichte, deswegen passt es natürlich an dieser Stelle auch super zusammen. Und dann gab es eine sehr monumentale Szene meiner Meinung nach, und zwar diese Spiegelszene. Und man hat kurz gesehen, der hat sich dort angeguckt und hat, es wirkte so, als hätte er eine ältere Version von sich selbst gesehen. Und meiner Meinung nach ist ja auch in der echten Welt sozusagen, also außerhalb der Matrix, mehr Zeit vergangen. Und wir wissen ja, Keanu Reeves ist ja ein Schauspieler, der nicht wirklich altert vom Gefühl her. Deswegen könnte es dazu passen, dass er in der Matrix wirklich noch vermeintlich jünger aussieht, aber in der echten Welt sozusagen auch weiterhin gealtert. Das bedeutet, er sieht wahrscheinlich seine echte Version, wie er jetzt gerade wirklich aussieht. Und mal abgesehen von diesem Wahnsinns-CGI, was wir da wirklich bekommen haben, können wir auf jeden Fall sagen, in den letzten 30 Sekunden von dem Trailer haben wir eine Zusammenreihung von Szenen, die absolut an die Matrix-Filme angelehnt sind. Also ganz ehrlich, wir haben eben, wie gesagt, diese Tür, dann in diesem Gang dieser Sprung, dieser berühmte Sprung irgendwie an der Seite entlang und dann diese Drehung natürlich. Wir haben das Motorrad, was natürlich auch wieder eine Anspielung ist. Wir haben den Sprung aus dem Fenster raus, was meiner Meinung nach auch wieder eine Anspielung ist. Und das alles verbunden mit wahnsinnig krassem CGI, also es sieht wirklich einfach nur genial aus. Wir haben hier so viele coole Momente aneinander gereiht und es fühlt sich einfach richtig gut an. Natürlich dieses monumentalste, Neo hebt seine Hände nach vorne und hält die Kugeln auf, haben wir hier auch wieder. Also
Ich fühle diesen Film absolut. Ich bin absolut hyped drauf. Was sagt ihr? Schreibt es mir gerne in die Kommentare. Was erwartet ihr von dem Film? Habt ihr euch das erhofft, was sie mir im Trailer hier zu sehen bekommen haben? Und habt ihr euch vielleicht anderes erhofft? Schreibt es in die Kommentare. Oder schreibt mir auch in die Kommentare, auf was freut ihr euch mehr? Tatsächlich John Wick 4 oder Matrix 4? Dem ist nichts mehr hinzuzufügen. Das nächste Video erscheint, wenn die rote Pille geschluckt wird.